Einen wunderschönen guten Tag hier aus München, aus dem schönen englischen Garten und mein Gast zum zweiten Mal dabei, die Verhaltensbiologin Barbara Niedler. Hallo. Grüß Gott, Herr Aslan. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, bei diesem Wetter und an dem See hier einfach ein Traum. Gerade haben Sie über die Enten hier erzählt, die Graugänse. Graugänse, genau. Aber das machen wir das nächste Mal, wenn wir mal im Zoo sind gemeinsam. Heute ist das Thema, haben wir uns ausgesucht, Gender Diversity. Jetzt für alle, die sagen, wo ist denn Gender Diversity? Was ist Gender Diversity? Also es geht darum, wie weit man wieder eigentlich Frauen und Männer gleichberechtigt, aber sozusagen in Unternehmen reinbekommt. Also Diversity ist das Thema, wie weit bringt man verschiedene Kulturen ins Unternehmen rein. Und Gender Diversity ist der spezielle Punkt eben Frauen. Wobei Frauen nicht eine Minderheit sind, also bei vielen Kulturen ist es ja oft die Minderheit, sondern wir sind ja immerhin 50% der Gesellschaft sind Frauen. Also wie schafft man die wieder mehr in Führungspositionen, in Top-Führungspositionen und dass die auch in der gleichen Ebene mitwirken im Unternehmen. Erstmal will ich mit Ihnen zweimal den Wahnsinn besprechen. Zweimal Wahnsinn? Nee, weil das aufsehenerregend ist in der Gesellschaft. Genau. Erstmal der Eva-Wahnsinn, Eva-Prinzip. Worum geht's da und was ist der Wahnsinn da dabei? Ja gut, die Eva Hermanns, die beschreibt halt dies, als ob die Biologie der Frau sei, hinterm Herd zu sein. Das stimmt eben überhaupt nicht. Also ich als Biologin sehe das eben aus einer ganz anderen Sicht, dass gerade in der Verhaltensforschung bei Primaten, bei Naturvölkern, haben die Frauen eine irrsinnig hohe soziale Stellung gehabt. Die war das Zentrum der Gesellschaft, waren die Frauen und haben im Prinzip das auch reguliert in einer gewissen Balance. Das heißt zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel von Schimpansen, dann wird das Männchen, das Alpha-Männchen, es gibt da männliche Hierarchien und weibliche Hierarchien und das Alpha-Männchen macht dann Fürsorgeverhalten bei anderen Affen, aber im Blickwinkel des Alpha-Weibchen. Also er will sich was Positives einkassieren, weil er genau weiß, dann steht er in einer besseren Gunst da. Das heißt also, Weibchen haben eine ganz, ganz positive soziale Kontrolle gehabt auf Männchen, die eben eher auf höher, schneller, weiter, Risiko, gib ihm. Und das war bei Schimpansen, bei Naturvölkern wunderschön. Und das heißt aber nicht in der heutigen Zeit, dass man Frauen nach Hause hinter den Herd schickt und sozusagen erklärt, das sei das biologische Erbe. Also das ist für mich ein Wahnsinn. Der zweite Wahnsinn, und das könnte polarisieren, ist der Gender-Wahnsinn. Sie sagen, das ist Wahnsinn. Ja, da gab es ja gerade eine aktuelle Nachricht, dass in Baden-Württemberg der Biologieunterricht abgeschafft werden soll wegen den Gender-Ideologen. Und Ideologen ist halt männlich. Das Wort, ich habe extra nachgeschaut. Also es ist ein männlicher Wahnsinn, Gleichheit zu schaffen. Und das ist das Gegenpol sozusagen von dem Eva-Prinzip, wo ich jetzt sage, jetzt mache ich uns, also Sie sind ein Das und ich bin ein Das und wir machen neutral. Und genau das ist natürlich das Verrückteste, was es überhaupt gibt, dass wir versuchen, Frau und Mann gleichzuschalten. Weil in der Evolution war es ja so, dass wir Vielfalt brauchen. Also es gibt nur wenige Tierarten, die sich sexuell fortpflanzen, wo es zwei Geschlechter gibt. Und das sind die Tierarten, die letztendlich nachhaltig lange leben müssen. Was wollen wir denn in unserer Gesellschaft? Wollen wir Nachhaltigkeit oder kurzen Profit? Und Frauen im Prinzip bringen mehr die Nachhaltigkeit rein. Und durch dass wir zwei verschiedene Gene haben und sexuell fortpflanzen, haben wir eine gigantische Vielfalt. Und diese Vielfalt schafft einen Überlebenswert. Das heißt, der Mensch, den größten Überlebenswert, das Prinzip des Überlebens ist die Vielfalt. Also Männlein und Weiblein. Und daher ist es für mich ein Wahnsinn, wenn wir da Neutrums jetzt draus generieren und erklären, das machen sehr viele Genderwissenschaftler, erklären, dass das natürliche Biologische sei sozusagen, muss man wegrationalisieren, das gäbe es nicht. Für mich ist ganz klar, im Gender Diversity und als Trainerin und Verhaltensforscherin in Unternehmen, eben diesen Mehrwert von Frauen hervorzubekommen. Und da ist auch mit dem Herrn Dück, mit dem Günther Dück sehr ähnlich, der ja auch sagt, wir brauchen einen Feeling-Faktor. Frauen bringen Emotionen rein, die bringen Feeling rein gegenüber dieses rein männliche Prinzip, was wir in der Wirtschaft haben, was höher, schneller, weiter, rennen, Gas, Profit einzelner. Da gibt es ja auch zig Studien, wo der Reichtum ist nur noch auf wenige Menschen konzentriert, die Masse verarmt. Und dieses weibliche Prinzip geht immer mehr auf das Gesamtprofit der Gruppe aus. Das heißt, die sind indirekter, versuchen Sozialität wieder rein, Gerechtigkeit. Die meisten Menschen haben eine Aversion gegen Ungerechtigkeit. Auch Affen, die schmeißen mit Futter weg, wenn sie ungerecht behandelt werden. Also diese Aversion ist da. Das heißt also, es kommt durch das Weibliche auch viel mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Neues, weil es auch Vielfalt schafft in der Denke, in der Komplexität, was
uns ein irrsinniges Stück voranbringen würde. Weiblichkeit, sagen Sie, muss aber nichts mit Frauen zu tun haben, oder? Ich kenne sehr viele Frauen auch in Führungspositionen, die ich ja noch männlicher sehe als die Männer in diesen Berufen. Ja, das ist natürlich in einem rein männlichen Prinzip. Haben bisher Frauen oder viele Frauen, nicht alle, aber viele Frauen in Unternehmen nur überlebt, die eigentlich noch männlicher als männlich sind. Weil sie angepasst, also Survival of the Fittest heißt ja angepasst sein im Hier und Jetzt. In einem rein männlichen System haben sie nur so Karrierechancen gehabt. Und jetzt ist es wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das für beides öffnet und eben diesen Mehrwert, den Nutzwert von Frauen zu zeigen. Zum Beispiel in Seminaren, mir sagen Frauen ganz klar nach ihrem Seminar, ist mir überhaupt mal wieder bewusst, ich darf auch Frau sein. Und eigentlich ist genau Frau sein dieser Mehrwert, wenn ich als Bauingenieurin in einem Unternehmen arbeite. Also genau, kommen wir mal zu einem Beispiel. Wie würde sich das auswirken, wenn da jemand weiblich handelt? Diese Frage stelle ich meinen Teilnehmern immer wieder. Und ganz spannend an der Frage ist, das können die Frauen im ersten Moment selbst nicht mal mehr beantworten. Das ist für die wie eine fremde Denke. Und das ist das Spannende. Wir haben so ein männliches System, dass Frauen gar nicht mehr weiblich sich trauen zu denken. Das müssen wir aufbrechen. Zum Beispiel eine Bauingenieurin. Die sagt einfach, ich gehe auf die Baustelle, das ist eine Mädchenbaustelle, da ist sauber, da gibt es Kaffee und es gibt klare Konsequenzen, wenn das nicht funktioniert. Und die sagt klipp und klar, die folgen ihr, die achten sie. Da ist sofort, wenn irgendwelche emotionalen Missstimme ist, weil einer jetzt mal irgendwie nicht gut drauf ist, dann ist halt ein Band irgendwie ein Winkel schief. Das wird sofort behoben, weil die Leute dann auch mal sagen können, okay, heute bin ich nicht so der Renner, aber morgen schaffe ich das, wir holen das wieder auf. Und sie sagt, ihre Baustellen sind immer im Zeitfenster drin, die sind immer im Budget eingehalten, da hat sie null Probleme mit. So ein, ich sag mal, Berliner Flughafen ist ein männliches Prinzip. Also das ist total spannend. Also sie sagt, so eine Baustelle funktioniert, wenn sie sich traut, weiblich aufzutreten. Die größten Probleme der Geschichte sind im 20. Jahrhundert entstanden. Würden Sie sagen, das 20. Jahrhundert ist ein typisch männliches Jahrhundert? Naja, das fing ja schon vorher an. Also jetzt, wir hatten ja schon beim letzten Interview so über die Machtentwicklung gesprochen. Und da ist das ja so, dass die Naturvölker, da ist die Sichtbarkeit jedes einzelnen Individuums. Das heißt, wir sehen uns und dadurch entsteht natürliche Autorität. Die Konzentration der Macht hat aus meiner Sicht, und das fängt bei den Pharaonen an, es geht über die Griechen in der Demokratie, da habe ich auch selbst, ich bin ja eigentlich keine Historikerin, festgestellt, dass über die Griechen mit der Demokratie eigentlich die Frauen immer mehr diskriminiert wurden, weil sie letztendlich auf einmal auf großen Plätzen war derjenige im Vorteil, das ist auch wieder ein biologisches Prinzip, Survival of the Fittest, der sich präsentieren, der darstellen, der Massen hinter sich bringen konnten. Also da fing eigentlich der Ursprung der Massenmedien an. Ja? Und diese Art von Machtkonzentration liegt Frauen nicht ganz so zu trommeln in der Macht, sich so darzustellen als Einzelner, sich so exponiert darzustellen. Wird sogar nachteilig ausgelegt. Genau, oft wird sogar nachteilig ausgelegt, das liegt ihnen nicht so. Und dabei haben Frauen genau in diesem Prozess Rechte, aber erstmal die Sichtbarkeit verloren. Und ganz interessant, also ich habe jetzt so eine Sprachwissenschaftler mir angehört, die Sprache sich auch entwickelt hat. Also die deutsche Sprache ist aus dem Mittelalter. Hat eine Sekunde Wurzel. Bitte. Ja, das sind unsere Gänse von meinem wissenschaftlichen Großvater Konrad Lorenz. Der will hier auch noch mal ein bisschen mitreden. Die haben auch zu diskutieren. Also die sind doch ohne Worte. Also die haben jetzt auch Weibchen und Männchen diskutiert. Diskutieren jetzt hier mit. Das finde ich total klasse. Wunderbar. Genau. Sprachwissenschaftler. Genau. Also diese Machtkonzentration, diese deutsche Sprache, die sehr männlich ist. Also wir Deutschen tun uns auch über die Sprache sehr schwer, weil sie letztendlich die Frau in der Sprache versteckt. Es ist der Chef. Die Chefin, da holpern wir schon. Und alle Gebiet. Und genau das Konzept der Aufmerksamkeit ist letztendlich dieser, aus meiner Sicht, die Wurzeln der Abwertung der sozialen Stellung der Frau geworden. Also und dadurch, dass Frauen nicht mehr sichtbar sind, also bei Primaten sind sie sichtbar und das Alpha-Männchen kümmert sich um die Gruppe, weil es dadurch seine Wohltaten sichtbar sind.
bei Naturvölkern ist der soziale Raum wird von Frauen bestimmt. Also die sind immer sichtbar. Und gerade diese Unsichtbarkeit von Frauen schafft auch in Folge, was ich nicht sehe, was ich nicht kenne, dem vertraue ich nicht, kann ich dem glauben. Selbst bei Marken, man kann noch so sagen, das ist nur Werbung. Ich greife lieber auf ein Markenprodukt als auf ein No-Name. Bin bereit, für eine Marke mehr zu zahlen. Also es ist mehr wert. Und Frauen, die Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft verlieren, in der Sprache, in Bildern, in der Art, Storys zu erzählen oder aktiv zu sein, verlieren an Sichtbarkeit und damit an soziale Stellung. Aber so eine Ursula von der Leyen, die dann zur Truppe runterfährt und sagt, wir machen ein familienfreundliches Ding, ist das das Modell? Ich finde das klasse. Also jetzt ist es, ob man sie politisch mag oder nicht. Ich finde das toll, wie sie als Frau dort steht. Ich fand sie auch mit langen Haaren noch besser, weil war sie weiblicher. Sie hat ja mal in einem Interview erklärt, sie zieht auch keine Röcke mehr an, weil sie da auch immer sozusagen doofe Sprüche gehört hat. Ja, was ist das denn für eine Gesellschaft, dass eine Frau keinen Rock mehr anziehen darf? Mhm. Also ich finde das klasse und klar. So ein also abgesehen vom Politischen, jetzt wissenschaftlich gesehen, ist das eine gute Entwicklung, sagen Sie? Also ich finde das toll. Also warum nicht? Und guten Student, ich bin ja an der Universität der Bundeswehr Dozentin und Student schrieb prompt in Facebook, wollte schon immer mal einer Frau dienen, Grins. Also ich finde das eine tolle Entwicklung und warum nicht? Also bisher haben die alle keine militärischen Erfahrungen gehabt, die Minister dort waren. Warum soll das eine Frau nicht können? Und gerade das weibliche, männliche dort zusammenzubekommen, und es gibt ja jetzt Berichte, wie schwierig das auch im Heer ist. Also das ist ja ein ganz schwieriges Thema, das dort jetzt einzubringen. Und gerade, ich habe ja Frauen bei mir im Seminar, wie schwierig das ist, das mit Kindern zu vereinen, auch die Paare zusammenzulassen. Also das sind, finde ich, richtige Bewegungen. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, in 10 bis 20 Jahren leben wir in einer Gesellschaft, die nachhaltig ist und alles ist gut geworden, alle Wünsche werden wahr. Was haben wir dann richtig gemacht in den nächsten Jahren? Wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, die Frau und Mann in ihren Werten, männlichen und weiblichen Werten zusammenpasst. Also wenn wir in 10, 20 Jahren, glaube ich noch nicht ganz, aber ich sag mal, wir annähernd dazu kommen, dass weibliche Werte wie männliche Werte gleichberechtigte Chancen haben. Mhm. Damit würden wir einfach mehr Nachhaltigkeit schaffen. Unsere Unternehmen wären viel vielfältiger. Wir würden komplexere Themen besser verstehen. Wir würden Kunden, sind ja immerhin 50% der Kunden sind Kunden, 80% der Kaufentscheidungen werden von Frauen gewählt. Ich glaube, dass wir weltweit auf dem Markt erfolgreicher werden durch diese Sachen. Und auch den Gesamtprofit der Gesellschaft erhöhen würden, wenn wir mehr Frauen in Unternehmen hätten, die wirklich was zu sagen haben. Dazu bedarf es ganz viel Kreativität. Also für mich hat das ganz viel auch mit dem Lust auf Neues zu tun und mit Innovationen zu tun. Wir haben das so weit verändert, das System, in dieser Abwertung von Frauen. Ich sag mal jetzt nicht negativ, aber es ist eine Abwertung vorhanden, also von der sozialen Stellung der Frauen in der Gesellschaft, dass es für uns schon fremd ist oder ein Fremdkörper ist, wenn eine Frau in der Führung ist. Das heißt, Frauen wünschen sich sogar Männer als Führungskraft oder Vorgesetzte und Männer haben Angst davor, einer Frau zu berichten. Da will ich noch hinkommen. Ich will erst noch die Kennzeichen raushören. Was ist typisch weiblich und was ist typisch männlich kennen wir? Schneller, höher, weiter. Was sind die typisch, wo man sagt, das ist weiblich? Also ein rein weibliches System möchte ich auch nicht. Also das mal klar vorwegzunehmen, weil wenn das ein rein weibliches Prinzip wäre, wäre das genauso aus meiner Sicht mit Mankos wie ein rein männliches. Mir geht es darum, dass weibliche und männliche Prinzip ineinander greift. Also im Prinzip wie so ein Yin-Yang. Und das ist das Bewahrende. Auch mal zu sagen, Moment, müssen wir jetzt hier einfach runterspringen? Können wir jetzt erst mal gucken, wie können wir die Gelder langfristiger anlegen? Was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel Betreuerin von Mietern von Wohnungen bin? Wie kann ich langfristige Kundenbindungen, also die Mieter langfristig an uns binden oder habe ich hohe Fluktuationen von Mitarbeitern? Also wie schaffe ich eine Atmosphäre, dass Menschen dort gerne sind? Weil ich glaube, in diesem männlichen Prinzip profitieren ja nur 1-5% der Menschheit oder der Gesellschaft. Und viele Männer, ich gehe davon aus, dass 95% der Männer auch von diesem gemischten System profitieren würden. Weil viele, gerade im Entwicklungsbereich, also ich habe ja sehr viel im Innovations-, Entwicklungsbereich arbeite ich ja, die Männer leiden
Der Herr Dück hat das sehr schön so artgerechte Haltung für Techies genannt. Die mögen nicht diese Machtspiele und Kämpfe. Die wollen ihre Ideen vorantreiben. Die wollen Spaß an ihrer Arbeit haben und nicht im Meeting sitzen und kämpfen, ja, Dampfplauderei kämpfen und Machtspiele ausüben. Das ist nicht ihr Ziel. Und darunter leiden sehr, sehr viele Männer um diese wirklich hierarchischen Machtkämpfe, die natürlich in rein männlichen Systemen extrem hart gekämpft werden, weil es keine weiblichen Controller gibt, keine Bewahrer gibt und das Ganze wieder sagt, Moment, wie können wir das im Gesamtprofit, im Wir, wie kann eine Gruppe insgesamt im Profit gewinnen? Muss der Einzelne so viel gewinnen oder gewinnt die Gruppe mehr? Und damit glaube ich, dass diese Ungleichheit in der Gesellschaft auch ein ganzes Stück wieder mehr zusammenrücken würde. Jetzt kommen wir an den Punkt, was haben wir Männer für ein Problem mit weiblichen Führungskräften? Da fehlt die Erfahrung. Das ist dieses Neue. Das ist wie wenn Sie auf einer Autobahn fahren in Ihrem Gehirn, fahren Sie lieber Autobahn, als durch den Busch wo anzukommen, weil Sie Angst haben, Sie kommen wo nicht an. Und das Gleiche passiert auch, wenn Sie mit Frauen auf einmal zum Beispiel berichten müssen an Frauen. Also Sie sind sozusagen Ihre Chefin oder Ihre Vorgesetzte ist eine Frau. Dann ist die Frage, da haben Männer einfach schon mal Angst, agieren die in ihrer Denke? Haben die eine andere Denke zu bewerten, was meine Arbeit ausmacht? Also werde ich da überhaupt so bewertet, wie ich meine Vorteile rausbringen kann? Und das Nächste ist, dass Männer auch oft Angst haben, dass Frauen, wenn die eine Abteilung leiten oder einen Bereich leiten, die Angst haben, können die mich nach außen auch so gut vertreten? Mhm. Das ist auch ein schön spannendes Thema, weil das ist ja immer, wo ich auch immer mit meiner natürlichen Autorität hingehe. Ich kann nur Führungskraft oder Vorgesetzter sein, wenn ich klipp und klar auch Marketing nach außen für eine Abteilung mache. Weil ich will nicht in einem Loser-Team mitspielen, ich will in einem Winner-Team mitspielen. Und das trauen Männern, Frauen oft nicht zu, dass die sozusagen diese Trommelfähigkeit besitzen. Sagt, die führt uns zum Sieg. So. Das genau, und daher Frau von der Leyen tut das ja. Sie rennt jetzt dahin und ist aktiv. Also die Bundeswehr ist wieder überall im Gespräch. Also sie ist überall wieder in den Schlagzeilen. Also sie schafft es auf jeden Fall für die Bundeswehr zu trommeln. Und das ist ein wichtiges Thema und deshalb auch finde ich das jetzt unabhängig vom Parteipolitischen und dass sie auch im Netz nicht sehr beliebt ist, das weiß ich ja auch mit ihrer Zensurthema, aber von der Art vom Verhalten, unabhängig von diesen Themen, man muss ja immer einzelne Sachen von Menschen bewerten, finde ich das ein sehr positives Beispiel von weiblicher Führung und weiblichem Auffallen in der Welt, dass man das auch weiblich kann und nicht nur männlich machen muss. Naja, man kannte ja vorher so Margaret Thatcher oder... Das war ja nun die eiserne Lady. Also die war ja männlicher als männlich. Ja, das ist... Ja, und das jetzt, war ja schon eine harte andere Nummer, Richtung. Ja. Dann will ich doch noch so wohlwollende Tipps von Ihnen an uns Männer. Oh ja, sehr schön. Wie machen wir das? Also wenn wir akzeptieren, das ist der richtige Weg, was können wir tun? Einmal das Bewusstsein einem klar werden. Das geht in Bildern und Sprache los. Da habe ich mich jetzt die letzte Zeit auch mit beschäftigt. Wenn ich Bilder nie in Frauen sehe, ist es schwer. Jetzt hat die Sheryl Sandberg zum Beispiel mit Getty Images eine Datenbank mit Frauen im Beruf und so weiter hochentwickelt, dass wir überhaupt mal Fotos sehen. Das tut ja auch unsere Gedankenwelt. Bilder und Sprachen tut ja unsere Realität auch formen, wie wir was wahrnehmen. Und nicht zum Beispiel solche Bilder akzeptieren. Da gibt es einen netten, kleineren Bank in Deutschland, eine Karriereleiter, die Frauen unten halten und oben sitzt der Mann. Ja? Das sind natürlich keine Bilder, wo Frauen sagen, hier möchte ich arbeiten. Also einfach auch mal sich bewusst zu machen, was bringt das mir für Vorteil? Wie gehe ich eigentlich mit Sprache um? Wie gehe ich mit Bildern um, ohne alles über den Kopf zu setzen? Wie kann ich das kreativer auch nutzen? Und wie kann ich auch mal weibliche Führungskräfte sauber beobachten? Kann ich auch darüber mal Berichte lesen? Kann ich mir das mal auch anschauen? Versuche ich sowas auch mal? Einfach diesen Mut zu Neuem. Es hat wirklich was mit Mut zu Neuem. Und da werden wir, so wie wir momentan in der Gesellschaft sind, ab und zu, wie die Gehirnforschung sagt, jetzt nicht auf der Autobahn fahren, sondern wir werden auch mal durchs Gestrüpp laufen müssen. Und das hat aber auch was viel Spannendes und Aufregendes zu tun. Und ich fände es auch von Männern unheimlich schön, Frauen daran zu erinnern, weiblich zu bleiben. Und nicht gleich zu sagen, wenn eine Frau anfängt, ein bisschen hitziger zu reden oder Frauen haben eine höhere Stimme zum Beispiel. Sie sind aber zickig hier heute oder so. Solche sich mal zu überlegen, nein, eine höhere Stimme hat weniger Präsenz, hat weniger Einfluss und Macht, wird weniger ernst genommen. Kann eine Frau auch mit einer etwas höheren Stimme auch ernst genommen werden? Mhm. Also auch mal hinzugehen und zu sagen, bleiben Sie bitte weiblich
aber auch trotzdem aber nicht das so ernst zu nehmen. Ja, genau. Ja. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung da sein wird. Also ich merke zumindest, dass dieses Bewusstsein schon mancherorts immer mehr kommt. Aber wie auch bei dem anderen Thema merke ich auch, dass die Unternehmen da so eine Art Greenwashing betreiben. Ja, sehr stark sogar. Sehr stark. Woher kommt das eigentlich? Ja gut, man versucht natürlich, es gibt jetzt Gesetze, es gibt dieses ganze Government-Themen und so weiter, wo die ja sozusagen aufgefordert sind, nach vorne so bewertet zu werden. Und dann gibt es natürlich Nachhaltigkeitsberichte, wo auf einmal drin steht, dass Frauen und Männer gleich viele gibt. Wenn ich aber genau mal anschaue, was die verdienen in den Unternehmen, dann sind das die Männer, die viel verdienen und die Frauen wenig. Also man versucht natürlich, sich positiver darzustellen. Und es gibt eine irre Angst, und das ist, was ich bei den Männern nicht verstehe, eine irre Angst, dass Frauen ihre Jobs jetzt wegnehmen könnten. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Also ich habe jetzt in so einem Automotive-Forum, da stand dann eine Nachricht drin, also bei 10% sind jetzt die, also man sagt so 10% sind sie jetzt im Automotive-Bereich. Und wenn jetzt mal eine 20%-Quote wäre, wäre das Männerdiskriminierung. Also, liebe Männer, es ist doch wohl jetzt kein Happen, sich gegen andere Männer durchzusetzen und nur, dass die Konkurrenz jetzt ein bisschen größer geworden ist, sich gegen Frauen gleichwertig durchzusetzen. Also, was ist denn das für eine Angst, bei 20% von Männerdiskriminierung zu sprechen. Also das fand ich einfach herzlich, wenn ich sowas lese. Was ist denn das für tiefwurzelnde Ängste, auch mal Mut zuzulassen? Was heißt das in der Entwicklung, im Automotive eine Frau dabei zu haben, um mal ganz anders an so ein Thema ranzugehen? Das hat ja auch einfach einen Mehrwert im Innovationsprozess. Ich finde das Thema so spannend. Ja. Wir müssen mal den Herrn Dück fragen, ob wir uns mal vielleicht zu dritt hier im Englischen Garten zusammensetzen. Ja, das würde mich sehr freuen, weil der ja auch in dieser Thematik sehr stark mit diesem Thinking und Feeling-Typ ist, wo er ja auch sagt, diese artgerechte Haltung für Techies ist ja auch artgerechte Haltung für Frauen. Also wenn man diesen Feeling-Faktor erhöht. Die Einladung ist hier schon per Video ausgesprochen. Wir schreiben ihn auch nochmal an. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Frau Niedner, für dieses Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann haben wir noch eine Zoogeschichte vor, aber das verraten wir heute noch nicht. Genau. Ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Ich habe als nächste Gäste zwei starke Frauen, nämlich einmal die Kabarettistin Simone Solger und die Sängerin Annette Louisanne. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war ja irre. Die waren ja da.